Ist meine Erwerbsminderungsrente in Gefahr, wenn ich noch arbeiten gehe? Mein Name ist Peter Knöppel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von rentenbescheid24.de. Aktuell erreichte uns eine Fragestellung auf rentenbescheid24.de, und zwar fragt der Fragesteller an: Ich beziehe eine teilweise Erwerbsminderungsrente und habe ein Stellenangebot für 20 Stunden in der Woche verteilt auf 4 Tage erhalten. Konkret, an 2 Tagen in der Woche soll ich jeweils 3,5 und 4 Stunden arbeiten, am dritten Tag 6 Stunden und am vierten Tag, das ist hier der Knackpunkt, 6,5 Stunden. Kann mir die Deutsche Rentenversicherung meine teilweise Erwerbsminderungsrente wegnehmen, weil ich an dem einen Tag mehr als 6 Stunden arbeite? Grundsätzlich ist es so, dass ein Erwerbsgeminderter, der eine Beschäftigung aufnimmt, das natürlich bei der Deutschen Rentenversicherung melden muss, sollte. Denn es wäre schon ein Riesenproblem, wenn sich das für später herausstellt und Sie müssten dann Rente zurückzahlen. Eine teilweise Erwerbsminderungsrente liegt vor, wenn der Versicherte nicht mehr als 6 Stunden kalendertäglich auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt seine Arbeitskraft einsetzen kann. So steht es im Gesetz geschrieben. Die gesetzlichen Regelungen im SGB VI befürworten sogar den Hinzuverdienst bei einer Erwerbsminderungsrente. Das heißt, der Gesetzgeber will sogar, dass der Erwerbsgeminderte, wenn er es aus eigener Kraft noch schafft, arbeiten geht. Und zwar natürlich im Rahmen der gesetzlichen Möglichkeiten. Das liegt ganz einfach daran, dass vorgesehen ist, dass jemand, der erwerbsgemindert ist, es auch aus eigener Kraft schaffen soll, praktisch wieder einen vollen Job irgendwann mal zu bekommen oder durchzuführen. Diese Erkenntnis scheint für Sie vielleicht ungewöhnlich zu sein. Also unser Tipp: Gehen Sie, wenn es Ihnen so geht und wenn Sie Restleistungsvermögen haben, ruhig auch ein bisschen arbeiten neben der Erwerbsminderungsrente. Halten Sie sich bitte nur an die Stundenvorgaben. So, wenn Sie aber arbeiten gehen und das gemeldet haben, prüft natürlich die Deutsche Rentenversicherung, ob Ihre Erwerbstätigkeit zu einer Beendigung der EM-Rente führt. Das heißt, es wird geprüft, ob Sie noch einen Anspruch dem Grunde nach haben. Wenn Sie also mehr als 30 Stunden in der Woche arbeiten, das über längere Zeit, ist Ihre teilweise Erwerbsminderungsrente weg. Ganz klare gesetzliche Regelung. Es geht immer nur um die Stunden. Es geht nicht um die Höhe des Verdienstes. So, für unseren Fall ist ganz klar oder ist wichtig die Auslegung des Gesetzes. Kalendertäglich meint hier Wochentage Montag bis Freitag. Das heißt also 5 Tage in der Woche, nicht mehr als 30 Stunden. Damit wird die stundenmäßige Begrenzung bezogen auf eine Arbeitswoche vorgegeben. Es wird aus unserer Sicht, so sehen wir das zumindest, die Stunden zusammengezählt und nicht auf einen einzelnen Tag abgestellt. Aber Vorsicht, wenn ich an 3 Tagen hintereinander 10 Stunden arbeite und habe eine teilweise Erwerbsminderungsrente, das wird dann sehr kritisch betrachtet. Da kann die Deutsche Rentenversicherung tatsächlich sagen: Halt, du kannst ja hier 3 Tage voll durcharbeiten, dann kannst du auch bitte einen vollen Job annehmen. Und damit wäre dann aus unserer Sicht die Erwerbsminderungsrente, die teilweise Erwerbsminderungsrente, auf jeden Fall in Gefahr. Also sie kann dann flöten gehen. Ja? Wenn der Rentenempfänger aber nur einmal in der Woche über längere Zeit bezogen an einem Tag ein bisschen mehr als 6 Stunden arbeitet und trotzdem noch insgesamt unter den 30 Stunden pro Woche bleibt, bestehen aus unserer Sicht absolut keine Bedenken, dass hier die teilweise Erwerbsminderung als solche aberkannt werden könnte. Unser Tipp: Bevor Sie Ihren Job anfangen, reden Sie doch ganz einfach mal mit Ihrem potenziellen Arbeitgeber, ob man diese Stunden vielleicht besser verteilen könnte, sodass man generell unter den 6 Stunden bleibt. Und was wir für ganz wichtig halten: Bevor Sie Ihren Job anfangen und bevor Sie die Tätigkeit aufnehmen, schreiben Sie die Deutsche Rentenversicherung schriftlich an und verlangen Sie Rat und Auskunft. Die Deutsche Rentenversicherung muss Ihnen nach § 14 und 15 SGB I rechtlich einwandfreien Rat und Hinweis geben. Wir gehen davon aus, dass in einer solchen Fallkonstellation hier eigentlich nichts passieren kann. Aber sichern Sie sich bitte vorher mit der Anfrage bei der Deutschen Rentenversicherung ab.
Näheres zum Thema Erwerbsminderungsrente und Hinzuverdienst finden Sie auf www.rentenbescheid24.de. Ich wünsche Ihnen eine rentenstarke Woche, Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel.